Freitagmittag an der Luisville. Wir stehen mit Tobi Schweinsteiger hier zum Interview. Tobi, inwieweit konntet ihr die Enttäuschung, die ja am Sonntag auf jeden Fall da war, abschütteln und vielleicht auch wieder in neue Energie ummünzen? Ja, die hat 2 Tage angedauert, aber als wir uns am Mittwoch wieder zusammengefunden haben, haben wir schon auf Köln geblickt und versucht, das abzuhaken. Das ist so, ja, wir sind immer enttäuscht, wenn wir die Spiele nicht gewinnen. Vielleicht war jetzt auch so die Erwartungshaltung ein bisschen eine andere, auch im Stadion. Die Jungs haben das auch direkt mitgekriegt, dass sehr viele Fans dann enttäuscht waren aufgrund des Ergebnisses. Aber ich glaube, wenn man unsere Leistung sieht, war das schon ordentlich. Klar nicht über 90 Minuten, aber über 2 Drittel des Spiels. Und ja, wir müssen einfach so weitermachen, hart arbeiten, gut nach vorne spielen, besser unser Tor verteidigen und dann kommt das schon wieder. Viktoria Köln, am Samstag der Gegner, ein Gegner, der in der Rückrunde noch mal richtig gut gepunktet hat, nach einer eher schwächeren Phase. Ich glaube, mit unserem Spiel davor waren wir müssen wir Richtung Aufstieg gucken, dann hatten wir gegen sie gewonnen und dann haben sie sich aber wieder richtig gefangen. Sie haben auch eine richtig gute Mannschaft. Auf was kommt es an am Samstag? Ja, genau. Wir haben sie nach dem Winter im ersten Spiel schon in der Phase gekriegt, wo sie lange nichts verloren haben, sie in der Liga viel gewonnen haben, in der Vorbereitung alles gewonnen haben. Auch Elversberg damals geschlagen haben und haben dann ein richtig gutes Heimspiel gemacht. Und natürlich anderen Voraussetzungen wie jetzt, auch Wetter und tabellarisch. Ja, das ist eine Mannschaft, die wirklich individuell sehr gut besetzt ist, sehr robust in der Defensive, viele Spieler mit Torgefahr in der Offensive, ihren Spielstil entwickelt hat, da so ein bisschen unter dem Radar spielen kann, sich aber vom Budget her und auch von den äußeren Voraussetzungen wirklich auf Vordermann gebracht haben, ist klar die Nummer 2 jetzt in Köln und machen ordentliche Arbeit und haben jetzt lange nicht verloren oder ein Spiel nur verloren in den letzten 11 Spielen. Das wissen wir, sehen aber auch, dass es immer enge Spiele bei ihnen sind, genauso wie bei uns. Ja, und das zeichnet halt die dritte Liga irgendwo aus, dass Spiele oft eng sind. Das ist für mich ein Top-Team, das halt leider die 3 Niederlagen für sie hatte am Anfang der Rückserie und sie da ein bisschen abgefallen sind von dem Zug, der vorne wegmarschiert ist, auf den wir zum Glück aufgesprungen sind. Ja, und jetzt wollen wir natürlich dranbleiben und wollen in Köln punkten und dann nochmal ein spannendes Spiel gegen Dortmund haben. Für Köln geht es ja erstmal um nichts mehr in der Tabelle. Verabschieden ein paar Spieler, ist glaube ich so ein schmaler Grat. Auch triffst du jetzt auch einen Gegner, der befreit aufspielen kann oder ist es vielleicht auch ein Gegner, wo ja, in so einem Spiel nicht mehr der größte Fokus drauf liegt. Ich glaube, es kommt vielleicht auch ein bisschen auf den VfL an. Wie geht man selber in so ein Spiel? Zeigt man dem Gegner sofort, man ist voll da? Ja, grundsätzlich können wir das ja nicht beeinflussen. Wir können nur unsere Leistung beeinflussen. Ich glaube schon, dass sie Mike Wunderlich einen schönen Abschied bescheren wollen, auch ein letztes gutes Heimspiel haben wollen. Ich glaube, dass auch die Gegner motiviert, wenn viele aus einer Rückgabe kommen. Ja. Aber uns genauso. Und schlussendlich müssen wir uns auf uns konzentrieren, müssen alles wegnehmen. Müssen ihnen den Spaß am Fußball nehmen, weil wenn Viktoria Spaß am Fußball hat, dann ist das eine richtig coole Mannschaft. Und da müssen wir deutlich gefestigt auftreten und von Anfang an zeigen, dass wir gewinnen wollen. Auf welches Personal kannst du zurückgreifen? Grundsätzlich auf alle Spieler. Jito und Kevin werden in der 19 spielen, weil die auch Punkte brauchen für den Aufstieg. Ja. Hasi steigt dann Ende der Woche oder am Sonntag ein wieder ins Training. Sören und Emmy sind noch raus und Laurenz steigt Anfang nächster Woche ein. Also wir sind, Leo ist noch krank, genau, Leo hat immer noch Magen-Darm, der wird auch übers Wochenende ausfallen. Aber ansonsten haben wir sehr viele Spieler, wieder eine große Auswahl. Klar sind die Jungs, die jetzt viel gespielt haben, viel erfolgreich gespielt haben in der Pole-Position. Und trotzdem haben wir letzte Woche auch wieder mit Olli Welling gesehen, der dann reinkam, 30 Minuten das Spiel belebt hat, den Siegtreffer am Fuß hat. Niki Wiemann jetzt 2 Spiele von Anfang an gespielt. Eine gute Leistung gebracht. Max kommt jetzt wieder. Also wir werden viele Spieler wieder brauchen und hoffentlich sind alle dann auch vom Kopf her bereit. Zum Beispiel in der Innenverteidigung hast du jetzt ja durchaus noch mehr die Qual der Wahl, weil Niklas gezeigt hat, was er für 2 tolle Leistungen aus meiner Sicht gebracht hat. Und du hattest dann ein Innenverteidiger-Duo, was auch nicht so schlecht funktioniert hat. Also das ist dann wirklich Konkurrenzkampf. Ja, das ist das. Qualität setzt sich über eine Saison schon durch. Und wenn man dann Einsatzzeiten bekommt, muss man halt liefern. Das habe ich oft genug gesagt. Das ist im Profifußball so. Da musst du liefern, egal wie lange. Und das hat Nick jetzt gemacht. Wir wussten, dass er Qualität hat. Wir wussten auch, dass er klar ist im Kopf, dass er eine Rolle in der Mannschaft gefunden hat. Und wir haben jetzt auch schon nicht nur die letzten Wochen, sondern ein paar Wochen davor auch gesehen, dass er jetzt wirklich adaptiert hat und für uns eine ernsthafte Alternative ist zu Eule und zu Max. Und das ist immer gut. Zeigt ja vielleicht auch, wie es gehen kann. Ein Spieler, den ihr aus der Regionalliga verpflichtet habt, der ein bisschen adaptieren musste, der jetzt aber ja, ein gutes Drittliganiveau schon zeigt, ist ja genau der Weg, den ihr auch gehen wollt mit Spieler, richtig? Ja, das ist ja immer wieder. Wir holen immer wieder Spieler aus der Regionalliga. Wir setzen uns damit auch wirklich
tief auseinander, auch in Gesprächen mit den Spielern. Ich glaube, man sieht dann schon Jungs, die jetzt aus der Regionalliga kamen, ob es jetzt Köhli ist, ob Chance, ob Lukas Kunze, nur ein paar zu nennen, ja. Max, Flo, das sind schon Omar, das sind wenn man mal die Stadt erstmal durchgeht, sind das ganz mehr, schön viele, sind ne? Noch mehr, ja, Erik, muss man schon sagen, das sind ja, das ist unser Weg, ja, gepaart mit Jungs wie Eule und Robby und Heidi und Pipo, die ja schon was gesehen haben. Und das ist unser Weg, ja, der wird uns weiterhin auszeichnen, das wird sich auch im nächsten Jahr nicht ändern. Und schlussendlich ist das, was ich vorher gesagt habe, Qualität setzt sich durch, Rollenverständnis setzt sich durch und ja, einfach immer bereit sein und bereit sein zu wollen und dann zu liefern. Inwieweit kannst du dich als Trainer aktuell auch mit solchen Themen für die kommende Saison schon beschäftigen oder inwieweit beschäftigst du dich damit oder liegt aktuell der klare Fokus? Ja, wir beschäftigen uns ja durchgängig mit dem Thema. Klar liegt der Fokus immer auf die Trainingsarbeit, auf die aktuellen Spiele und trotzdem, dass er das auch um mehr zu beschäftigen, anstatt nur um die aktuellen Spiele. Und das macht Spaß. Da sind wir immer in einem Austausch zum Thema jetzt mit Niklas Wiemann. Das war sicherlich ein Spieler, den wir im Sommer auf alle Fälle verpflichtet hätten. Ja. Haben wir aus gewissen Gründen vorgezogen. Ja, dann gibt es Spieler, die können wir vielleicht nicht holen, die müssen wir im Sommer, da müssen wir nochmal drauf. Und das ist durchgängig so ein Prozess. Sehr enger Austausch mit Amir, das macht riesig Spaß. Und ja, dann hoffen wir, dass wir dieses Jahr gut zu Ende bringen. Ja, und dann nächstes Jahr, wenn wir wieder Spieler entwickelt haben für eine Liga höher, Jungs finden, die da reinschlupfen können oder auch die Jungs, die schon hier sind, dann in die Rolle schlupfen können. Das ist unser Auftrag jedes Jahr. Nochmal zurück zum Spiel. Ich glaube, eine Frage, die jetzt vor allem die Medien ein bisschen beschäftigt hat, dieses Thema Vorlegen und Nachlegen an einem Spieltag. Ihr habt jetzt häufig nachlegen müssen, mal sonntags gespielt, mal montags gespielt. Glaubst du, es kann ein Faktor sein? Und es kommen auch ein paar VfL-Fans mit. Also auch das ja eine ganz spannende Ausgangslage. Nochmal vielleicht auch Druck zu L. Ja, es ist immer natürlich, spielt das schon eine Rolle, wie die Ergebnisse vorher waren. Wir hatten zum Beispiel, glaube ich, vor 2 Wochen oder als wir in Ferl gespielt haben, die Möglichkeit, ein paar Punkte gut zu machen. Ja. Das gibt dir natürlich Sicherheit, wenn du das Spiel weißt, du musst es nicht unbedingt gewinnen und verlierst nicht drauf. Natürlich jetzt am Wochenende, es war natürlich schon Druck, wenn natürlich die anderen Mannschaften ihre Spiele gewinnen und du weißt, okay, selbst ein Unentschieden ist vielleicht Punktverlust auf die anderen, auf diesen wirklich schnellen Zug, der da vorne wegmarschiert. Ich würde sagen, die haben alle deutlich über 2 Punkte schon in den letzten Spielen, also man muss auch mal sagen, die anderen punkten halt einfach auch richtig gut. Ja, es ist ja so, aber wir kommen halt nicht aus der Lage, dass wir ein Punktepolster hatten. Wir punkten, ich glaube, jetzt seit dem Winter fast 2,3 Punkte im Spiel, was brutal ist eigentlich. Und mussten aufholen, sind halt immer so dran, wenn wir mal unentschieden spielen, dann fallen wir immer so ein bisschen ab, wirkt dann immer so. Und trotzdem zeichnet uns das ganze Jahr aus, nicht aufzugeben, auf unsere Spiele zu schauen. Und eins sollte man halt nicht machen, uns abschreiben, dass wenn wir auf alle Fälle überhaupt nicht machen und wer das macht, der könnte überrascht werden und das ist auch immer so ein bisschen Anreiz für uns, alle anderen nochmal zu überraschen. Schöne Schlussworte, vielen Dank, Tobi. Danke.